Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim. Ja, wir sind hier noch am Azuras Schrein und sprechen mal diese nette junge Dame an. Hallöchen. Azura hat gesehen, dass ihr kommt, Reisender. Nicht die Neugier, sondern das Schicksal hat euch hierher geführt. Gesehen, dass ich komme, wovon redet ihr? Was ist das hier für ein Ort? Wo ist Azura? Ich glaube nicht an das Schicksal. Gesehen, dass ich komme, wovon redet ihr? Azura hat mir die Gabe der Vorhersehung verliehen. Schon lange vor eurer Geburt hatte ich eine Vision, wie ihr die Treppen zu diesem Altar hinaufsteigen werdet. Ihr wurdet auserwählt, ihr Champion zu sein. Ich weiß, dass ihr es nicht erwartet habt, aber sorgt euch nicht. Alles geschieht so, wie sie es vorhergesehen hat. Bin ich der Champion von irgendwem? Sucht euch einen anderen. Gut, was braucht Ihr dazu? müsst eine Festung aufsuchen, bedroht und doch unberührt vom Wasser. Dort findet ihr einen Elfenmagier, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Es ist rätselhaft, ich weiß, aber Azuras Zeichen sind immer richtig. Ich glaube, bei der Festung handelt es sich um Winterfeste. Fragt dort, ob sie diesen Elfenverzauberer kennen. Ich möchte mehr über Azura erfahren. Woher stammt dieser Schrein? Ihr seid hier ganz allein? Ja, es gab noch andere, aber Azuras Visionen stellten ihren Glauben auf die Probe. Sie verschwanden nach und nach, weil sie Angst davor hatten, in ihre Zukunft zu blicken. Aber ich verlasse den Schrein nicht. Die Visionen sind ein Geschenk. Azura warnt mich vor Tragödien, Kriegen und Tod, bevor sie sich ereignen. Ich lasse mich weiter von ihr führen. Woher stammt Die dieser Schrein? Dunmir, mein Volk, haben ihn erbaut. Wir flohen nach dem Ausbruch Fadenfels vor fast 200 Jahren aus Morrowind. Wer an Azura glaubte, sah eine Vision, die uns von der Insel führte und vor dem Schlimmsten bewahrte. Dieser Schrein ist unser Dank an sie. Niemand soll vergessen, dass sie über uns alle wacht. Ich möchte mehr über Azura Sie erfahren. ist die Göttin der Morgen- und Abenddämmerung. Azura erblickt das Zwielicht der Zukunft und führt ihre Anhänger hindurch. Okay. All dies wurde prophezeit, und wir müssen unseren Teil dazu beitragen. So, jetzt haben wir eine neue Quest bekommen und ich glaube, das ist genauso eine blöde Quest. Okay. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zur Winterfeste. Und ich glaube fast, wir müssen dann trotzdem wieder in die Akademie rein. Und die können wir ja dann auch nicht machen, weil wir momentan einfach noch nicht genug Magie-Level haben. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir nicht dann mal in eine ganz andere Richtung gehen mit den Quests. Wir waren ja jetzt hier oben in dem Bereich schon. Wir waren hier in Weißlauf, haben wir einiges gemacht. Wir gehen jetzt einfach mal zurück zur Winterfeste. Ja, bitte. Und dann gucken wir mal, ob wir diesen. Wir Was sprechen habt mal. ihr hier in Winterfeste zu Ach, mit schaffen? dem Jarl. Ich bin wegen der Akademie hier. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Spielt das eine Rolle? Spielt das Und eine Rolle? ob? Durch die Akademie haben wir schon genug Probleme. Da können wir keinen brauchen, der noch mehr Ärger bringt. Wenn ihr nicht wegen der Akademie hier seid, habt ihr eigentlich gar keinen Grund, in Winterfeste zu weinen. Das ist aber ein Jarl. Seid ihr der Jarl? Ich suche nach Arbeit. Ich möchte mehr über die Geschichte von Winterfest erfahren. Was stimmt mit der Akademie nicht? Ich suche eigentlich momentan nach Arbeit. Wir können uns ja mal die Geschichte von Was Winterfest gibt es anhören. da schon zu erzählen? Die Oh. Stadt ist größtenteils verschwunden wegen dieser verdammten Magier in der Akademie. Eines Tages werden wir beweisen können, dass sie den großen Zusammenbruch verursacht haben. Fast eine ganze Stadt, die ins Meer stürzt. Das passiert nicht einfach so. Ui, okay. Was stimmt mit der Akademie Seht nicht? euch doch um. Diese verdammten Magier sind schuld daran, dass es in Winterfeste so aussieht. Die hocken da oben in ihrem Turm und hacken wer weiß was aus. Und wer kontrolliert sie? Die Wachen wagen sich gar nicht da hinauf, es sei denn, sie haben keine andere Wahl. Das muss schon scheiße sein, ne? Wenn seine ganze Stadt verschwunden ist. Was will der eigentlich von uns?
Seid ihr der Jarlich Suche nach Arbeit? Winterfester hat viel von seiner Geschichte eingebüßt und damit auch viel von seiner Macht. Ich habe vor, das zu ändern. Ich habe Gerüchte über die Ruhestätte des Helms von Winterfester gehört. Eben jenes Helms, den Jarl Hanse in der ersten Ära trug. Hanse war ein Anwärter auf den Thron des Großkönigs von Himmelsrand. Mit dem Helm könnte ich bei den anderen Fürstentümern Gehör finden und mir etwas Autorität verschaffen. Ich besorge den Helm. Dafür habe ich keine Zeit. Ich besorge den Helm. Ich werde eine schöne Goldsumme für euch bereithalten. Ah, sowas höre ich immer gern. Also, ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Okay. Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ihr persönlich will er denen das Ding überreichen, aber es soll dann... Ja, genau. Okay, gut. So, dann gucken wir jetzt trotzdem mal, ob vielleicht irgendjemand diesen Magier gesehen hat. Könntet ihr den Geruch beschreiben? Als ob ein schreckliches Monster explodiert wäre. Okay. Was habt ihr getan? Es war eine kleinere Fehlkalkulation. Darf ich unterbrechen? Ich habe Sie für zukünftige Experimente bereits berichtigt. Genau aus diesem Grund haben die Leute ein Problem mit eurer Akademie, Nelaka. Darf ich mal mit ihr sprechen? Mit Anwärtern für die Akademie habe ich nichts mehr zu tun. Also braucht ihr gar nicht erst zu fragen. Wunderbar, ich suche nach einem Elfenmagier, der die Sterne studiert. Wer hat euch geschickt? War es die Akademie? Der Jarl? Wir hatten uns doch geeinigt, dass keine weiteren Fragen mehr gestellt werden sollten. Eine Priesterin von Asura hat mich geschickt, ich bezahle euch dafür, nö. Ich habe zu nichts zugestimmt, redet. Ihr arbeitet mit den Dedra zusammen? Ja, sicher. Und jetzt erzählt mir den von der agonischen Maid und dem rüstigen Baron. In Ordnung, ich werde mit dir reden. Ich habe mich versprochen, vergesst, dass ich gefragt habe. Ich hab zugestimmt, redet. Ach komm, ich bezahle einfach dafür. Ein paar Münzen für meine Seele? Wenn ihr nur wüsstet, welche Ironie dahinter steckt. Was wisst ihr über Seelensteine? Damit wirkt man Verzauberungen, nicht wahr? Seelensteine, warum fragt ihr? Wechselt nicht das Thema. So ist es. Nur, dass der Stein dabei immer verbraucht wird. Sie sind empfindlich. Außer einem. Azuras Stern. Ein dädrisches Artefakt, durch das beliebig viele Seelen hindurchgehen können. Ein paar von uns wollten herausfinden, wie es funktioniert. Ich habe damals unter Marlin Waren gearbeitet. Hätten wir doch nur gewusst, was er in Wirklichkeit vorhatte. Mit Marlin? Marlin wollte den Stern verändern. Er war krank und lag im Sterben. Und er dachte, er könnte seine Seele in den Stein transferieren. Unsterblich werden. Es hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Irgendwann kamen Schüler zu Tode. Schließlich verbannte ihn die Akademie. Er nahm ein paar loyale Schüler mit zu Illinaltas Tiefe und verschwand. Hört mal, mir ist es egal, wer euch gebeten hat, den Stern zu finden. Aber bringt ihn nicht zurück zu Azura. Die Dädra sind böse. Sie sind der Grund, weshalb Marlin wahnsinnig wurde. Wie lange lassen wir zu, dass Wann ist es genug? Haben die Dädra Marlin in den Wahnsinn getrieben? Er bleibt allein und tut niemandem weh. Wie funktioniert der Stern? Ich habe erwähnt, dass der Stern ein Seelenstein ist, nur dass er sich niemals verbraucht. Es gibt noch eine weitere Regel für das Artefakt. Ihr könnt im Stern nur weiße Seelen speichern, die zu den niederen Kreaturen gehören. Azuras Magie lässt nicht zu, dass schwarze Seelen darin eindringen. Ach, verdammt. Als Sterblicher war Marlins Seele schwarz, also bestand ein Teil seiner Arbeit darin, Azuras Regeln zu durchbrechen. Er hatte sein Ziel fast erreicht, bevor... Nun, das habe ich euch bereits erzählt. Wir haben die Dädra Marlin in den Wahnsinn getrieben. Azura ist keine normale Dädra. Sie herrscht über ein ganzes Gebiet im Reich des Vergessens. Je stärker Marlin den Stern bearbeitet hat, desto nachhaltiger konnte sie ihn vernichten. Es fing ganz langsam an.
Marlin begann Dinge zu sehen, die gar nicht da waren. Dann brüllte er Schüler wegen Sachen an, die sie gar nicht gesagt hatten. Dann kam ich eines Tages dazu, wie Marlin eine Schülerin getötet hatte. Und in einem furchtbaren Moment der Inspiration begann er, ihre Seele für seine Arbeit zu nutzen. Oha, okay. Hat bekommen, was er verdient. Die Akademie würde euch dazu stimmen. Aber habt ihr eine Vorstellung davon, wie viele unschuldige Leben vorzeitig beendet wurden, nur damit Azura ihre Rache haben konnte? Wir gelten den Daedra nichts. Wir sind nichts als Schachfiguren, die sie herumschubsen, loben und bestrafen können, wie es ihnen passt. Finde ich jetzt aber auch nicht unbedingt schlimm. Ihr wollt was also hast du denn zu verkaufen? Künste meistern. Hat er vielleicht irgendeine Bekleidung? Er regeneriert sich schneller, regeneriert sich. Nein. Ja. Nein? Okay. Gut, dann halt nicht. Dann werden wir uns mal zu dem Grab oder was? Wo müssen wir jetzt hin? Was sollen wir jetzt genau tun? Den Stern von Azura habe ich vor. An Stern. An der Aufenthaltsort ist. Elinaltasti. Okay. Wo ist denn das? Das ist sehr weit weg. Okay, aber ja, obwohl, wir könnten uns ja hierhin teleportieren und dann dorthin schwimmen. Oh, wir oder hierhin. Noch eine Höhle. Ich war eigentlich schon lange genug unter der Erde, aber wenn ihr hineingehen wollt, folge ich euch. Nein, danke eigentlich nicht, aber du beschwerst dich doch die ganze Zeit, dass du gerne in Höhlen gehen würdest, weil du den Tag nicht ausstehen kannst. Zu Frauen kann man es echt nicht recht machen, ganz ehrlich. Jursch. Hier mal ein bisschen durch. Eine ersoffene Burg. So. Okay, wir sind da. Gehen wir mal rein. Wird schon schief gehen. Ui. Ist ja sehr einladend hier. Ich beklau dich erstmal. Jetzt befreie ich dich. Hat ja nicht sehr viel gebraucht. Hallo. Naja, gut. Okay, wo sind wir hier genau? Seht ihr das? Einfach fantastisch. Also schön, dass dir das gefällt. Das passt zu dir. Bleib schön unten. Doch eben was gehört. Ich dachte jetzt, da wären jetzt der ein oder andere Gegner. Hätte ja jetzt sein können, dass der bleibt wachsam. Ja, werde ich auch bleiben. Da ist. So.
Der war schön. Ich wollte zwar zielen, aber egal. Der ging schön ins Gesicht. Schönes Schwörer. Menschliches Herz. Tränke. Dass die keine Aufmerksamkeit hatte, obwohl ich das Skelett getötet habe, wundert mich. Was war das? Niemand? Nichts? Wer ist da? Ach Mensch. Ganz ehrlich, du bist fast so schlimm wie Lydia. War nur fast. Vielleicht will ich ja irgendwann mal schwarz rumlaufen, keine Ahnung. Haben wir hier Gutes? Hier haben wir Tränke haben wir, das ist doch gut. Ein bisschen Fasan nehmen wir auch noch. Für heute Abend so ein bisschen während der. Ist ja furchtbar. Geh wieder zurück. Zurück? Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ja, hast du dir. Kommt schon. Von rechts? Psst. Ist auch weg, okay. Eine Truhe. Schöne Sache. Was haben wir? Falkenschnabel, das nehmen wir auch mal alles mit. Dann gucke ich mich noch mal ganz kurz im Wasser hier um. Ah, hier sieht es nämlich. Oh ja, das ist doch. Oh. Noch irgendwas? Nee. Schnell wieder raus. Holen und wieder durch. Zum Jahr. Ja, wo bist du? Ach, hoffentlich ersauft die mir nicht. Nee, da ist machen die nämlich auch mal ganz gerne. So zwischendrin und zwischendurch, die Begleiter. Gut, dass ich so gut wie unsichtbar bin. Mit meinem Schleichen komme ich da locker durch. Ich habe nur noch 9 Bolzen, wir müssen. Woher seid ihr gekommen? Wer ist da? Und tot. Das wird euch eine Lehre sein. Wunderbar, das war super. Das war super Teamwork. Ein Fragment. Tragödien schwarz. Oh, Verzauberung. Wer ist da? Aufstrebender, okay. Der ist wieder tot. Da kommt noch ein Skelett von hinten. Das wird euch eine Lehre sein. Okay, der da hinten ist auch tot. Wir gucken uns erst hier mal ein bisschen um. Frostresistenz, sehr gut.
Stahlbolzen. Hier haben wir noch ein bisschen Zeug. Zauberungstisch. Feuersalz, ganz wichtig. Schrank. Da, auch mit. So, was haben wir denn hier? Ein paar Tränke. Stiefel brauchen wir keine. Okay, wir brechen mal die Tür hier auf. Das war easy. War auch niemand. Aber ein paar Tränke. Ein Schrank. Stiefel. Eine Kommode. Was haben wir hier? Wir haben eine Truhe. Ihre Untote vertreiben. Und Magika. Okay. Das ist doch gar nicht so schlecht. Wollen wir mal gucken. Der hier ist tot umgefallen. Drei Stahlbolzen haben wir noch. Ist keiner. Sollte aber eigentlich jemand sein. Er ist geflüchtet. Das ist ja super. Das ist ja genial, okay. Normalerweise ist es nämlich so, dass da jemand flüchtet und dann müssen wir durchs Wasser und sowas. Oh. Stimmt, wir könnten ja... Ach, das habe ich ganz... Jetzt fällt es mir erst wieder ein. Aber okay, wir müssen jetzt erstmal die Folge beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Skyrim. Tschüss.